nipchuk chenpi yang sar tongsi. O, dang te dang donba la, te ma song na te ni nipchuk yang sar tong, ta song yo res. Ka nipchuk e, te chalji na ma ti na te ni, te ni nyam na te ni te ke, rangi dungi ki jor jo yo res. Pe na dang te ki pati ni jiwa yang ku yo res. Dang te ki sem zo che, joba zo me she so, pang e. Samba geta mugi se gare, bide zungi chi chung jima dozo. Se gyevane pena, domba tamsik domba tangyela, pena tsaga geta me zume labzi, tamsari. Zume labzi ya, me pindyun yi chikchula, me ba kyeo na, di, o, me zume labzi me kirana kohanga di, me watang geta tokwa shere dobu di na, di, pema sibu koto na, di, chukwa na, samba ma ziba chakye wale. Dera takje kango resi. Tsegi dina, dera dina dzun, dzun nipa yungu resi. Dzun marami nipa yungu resi. O, pimpa dzun lakko resi, dera njoga yore, tamse tamse la. Senti yun dono pimpa da dira pinu di soche kore, pinu soche kore resi. Dono nipa nukwa tango, di dungi si, di jirang jesang langa jirle da langa pinyungu yore resi. Tebele teni, pene zunla pinu nga yo, pinpa zunla go son. Te nangi teni, semjin samche pinpa da dewe njurjele, te njebel da gore mele, chekdubor da jir ma resi. Ja, solche Art kruder Vorsatz von eigenen Geisteshaltung folgt. Das ist gewissermaßen, wie man einen Hund an der Leine hat. Wenn man ihn in der Einrichtung zieht, dann geht er, wenn die Einrichtung gehen, dann geht er dahin mit, wenn die andere geht er in die andere mit. So ist letztlich das Tun unserer Sprache und unseres Körpers folgt unserem eigenen Geisteszustand. Deswegen ist die eigentliche Kraft der guten Vorsätze immer in unserem eigenen Erleben zu sehen. Da, wo wir auf die letztendliche Wirkung hinblicken, der Sinn eines guten Vorsatzes ist doch, dass daraus Freude entsteht, dass man in Selbstbestimmung von gutem Handeln dann die Erfahrung von Freude erfahren kann, machen kann. Nehmen wir an, wir hätten einen guten Vorsatz, zum Beispiel nicht zu lügen, also nicht die Unwahrheit zu sprechen. Wir hätten uns das fest vorgenommen, das wäre hier das Gute, dem wir uns verpflichtet sehen. Und jetzt kommt jemand daher, wir wissen zum Beispiel, dass irgendjemand was ausgeheckt hat, hat einen Fehler gemacht und jemand kommt und sagt, weißt du, wer den Fehler gemacht hat? Wer war das gewesen? Weil wir ja nicht die Unwahrheit sprechen wollen, weil wir alle Zeit immer wahrhaftig sein wollen, sagen wir, ja, ja, der war's. Und dann bricht großes Unheil los, es gibt großen Ärger, ein großes Elend entsteht. Bloß deshalb, weil wir uns peinlich genau an die Form der äußerlichen Wahrheit gehalten haben. An dieser Stelle wäre es viel besser gewesen und hätte Zwietracht und Ärger zwischen Menschen vermieden, hätten wir gesagt, nein, ich weiß nicht, wo der steckt und wer das gewesen ist. Man muss bei solchen Fällen zu einer guten Lüge greifen, ist besser als in ein solcher ungeschickter Weise. 너는 산초책을 소리 니었다, 산책을 소리 니었고, 내가 가래나, 산책을, 가와 통냈더니, 몇 개가 차온 거래. 또, 사바게다 몇 개들이랑, 비생을 하려고 하래. So könnte man zu einer.